Niemand sollte glauben, dass ein weiteres halbes Jahrhundert Frieden und Wohlstand in Europa selbstverständlich ist. Es ist es nicht. Und deshalb sage ich, scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Und das darf nicht passieren. Wenn die internationale Öffentlichkeit auf uns in Europa schaut, dann will sie auch wissen, wie die Entwicklung der Europäischen Union mittelfristig weitergeht, weil sie Sicherheiten braucht, dass der Euroraum zusammensteht und seine Wettbewerbsfähigkeit verbessert und die Stabilitätskultur stärkt. Und deshalb werden wir die europäischen Verträge ändern müssen. Es geht darum, im nächsten Schritt geht es darum, erst einmal Länder, die permanent und immer wieder den Stabilitäts- und Wachstumspakt verletzen, für diese Länder eine Möglichkeit zu bekommen, durchzugreifen und auf ihre Verletzung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes wirklich Einfluss zu nehmen. Wir wissen jetzt, dass eine Nichteinhaltung in einem der 17 Mitgliedstaaten, und Griechenland ist nicht der größte, zur Stabilitätsgefährdung des Euros insgesamt führen kann. Und deshalb müssen Verletzungen dieser Stabilitätskultur schärfer geahndet werden, zum Beispiel durch ein Klagerecht beim Europäischen Gerichtshof, wenn jemand sich permanent an die Vorgaben nicht hält, meine Damen und Herren. Wenn wir in diesem Sinne mehr Europa schaffen, wenn wir Europa also weiterentwickeln, ich glaube, dann erst haben wir die politische Dimension dieser Krise verstanden. Und dann haben wir verstanden, dass wir die Konstruktionsschwächen, die Konstruktionsmängel bei der Schaffung der Wirtschafts- und Währungsunion entweder jetzt beseitigen oder, ich sage, gar nicht. Und wenn wir sie jetzt beseitigen, dann nutzen wir die Chance dieser Krise. Ansonsten würden wir versagen, meine Damen und Herren. Wer mit den Bürgerinnen und Bürgern spricht, wer die Demonstrationen in New York, Brüssel, in Frankfurt oder Berlin verfolgt, der weiß, wie sehr die Schuldenkrise die Menschen bewegt. Und ich sage, dafür habe ich auch großes Verständnis. Die Lage ist sehr ernst und die Krise zu bewältigen, das erfordert Ausdauer. Und wir alle betreten Neuland. Wir sind immer noch nicht der Nabel der Welt. Die Welt schaut auf Europa und Deutschland. Sie schaut darauf, ob wir bereit und fähig sind, in der Stunde der schwersten Krise Europas seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs Verantwortung zu übernehmen.